Also ich arbeite gerne mit verschiedenen Medien, an der Leinwand, mit verschiedenen Materialien, in der Malerei, in der Collage, als auch skulptural mit verschiedenen Materialien, Figuren bauen, selbst gießen, vorhandene Figuren zusammenkleben. Aber ich springe auch sehr gerne, weil mich sehr viel beschäftigt und sehr viel mir Freude macht in der Kunst. Ich bin auch jemand, der unheimlich viel Spaß hat an Wandgestaltung, an Wandbemalung. Ich arbeite unheimlich gerne noch draußen im öffentlichen Raum mit der Sprühdose. Das sind also meine Wurzeln. Ich komme halt, meine Wurzeln liegen halt so im Graffiti nach wie vor. Also man vergisst halt nicht, wo man herkommt. Also ich persönlich bin Hamburger Jung in Anführungsstrichen, wenn man das Wort so sagen kann. Also ich bin mein Leben lang in Hamburg gewesen und bin auch nie weggegangen. Das hat aber was zu tun mit dem, was ich in der Stadt kriege. Und ich bekomme nämlich viel in der Stadt. Wir leben in Hamburg, die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Da hast du eine große urbane Szene. Man lebt mit Geräuschen, mit Lärm, mit Dreck, mit Konflikten. Man lebt mit Austausch, Kommunikation. Das ist für mich alles urban, also das ist alles urban. Und das ist halt Kunst, die nicht nur im Atelier ist und nicht nur im Museum hängt, so da auf ihrem Hintern sitzt, sondern die Kunst auf der Straße passiert. Im urbanen Raum, in jeglicher Form. Für mich ist Hamburg halt super spannend, weil die Szene sehr groß ist. Es gibt unheimlich viel zu sehen, es passiert unheimlich viel. Gleichzeitig ist Hamburg aber auch ein Dorf, im positiven Sinne. Man kennt einfach sehr viele Leute. Dadurch ist es auch sehr familiär und sehr freundschaftlich. Also Leute, die sich in Hamburg für so Urban Art interessieren, sind natürlich in der Affenfaustgalerie auf jeden Fall richtig aufgehoben, die auch ein großes Portfolio haben, auch einen großen Online-Shop, einen großen Print-Shop auch. Und ich arbeite mit denen beruflich zusammen. Und aus der Galeristen-Künstler-Zusammenarbeit ist dann auch eine Freundschaft geworden. Jörg Heikhaus, das ist der Gründer und Galerist der Helium Cowboy Galerie. Ich schätze ich sehr auch als Mensch, das ist ein unheimlich guter Berater für mich auch, mit dem ich auch über Kunst reden kann, der sehr erfahren ist. Wir stellen auch gerade gemeinsam aus und ich bin jetzt auch neugierig, was er an Arbeiten da zeigt. Hamburg ist eine unheimlich schöne Stadt und man kann auch alleine, wenn man keine Angst hat und keine Scheuklappen, selbst die Kunst entdecken, die überall auf der Straße vorhanden ist, wenn man halt auch seinen Blick anders neigt und offen für Neues ist, seinen Horizont erweitert.